Herzlich willkommen bei dem Podcast Leben Sie neugierig von Anhalt e.V. Versorgungszentrum Essstörungen aus München. Unser heutiges Thema: Suizid bzw. Suizidalität. Ein Tabuthema, mit dem wir uns alle ungern beschäftigen wollen und wahrscheinlich auch nicht viel darüber wissen. Unsere heutige Expertin Christiane Schwärmer hilft uns dabei, dieses Thema besser zu verstehen. Christiane Schwärmer ist psychologische Psychotherapeutin für Erwachsene und Kinder und Jugendliche. Eins ihrer Schwerpunktthemen ist die Trauerbegleitung und die Suizidprävention. Mein Name ist Rina Dopfer und ich habe gerade mein Bachelorstudium in Psychologie absolviert und die letzten Wochen bei Anhalt e.V. ein Praktikum gemacht. Und Frau Schwärmer, herzlichen Dank, dass Sie mit uns hier sind und sich die Zeit genommen haben für den heutigen Podcast. Ich freue mich sehr auf das spannende Gespräch. Und wir haben das Thema Suizid und Suizidalität und möchten das gern weiter enttabuisieren und so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und jetzt würde ich Sie bitten, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu ermöglichen, sie ein bisschen besser kennenzulernen und ein bisschen was von ihnen zu erzählen, ihre berufliche Tätigkeit, ihren Werdegang. Okay, vielen Dank. Ja, also ich heiße Christiane Schwärmer. Ich darf mich psychologische Psychotherapeutin nennen für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche. Und ich habe so verschiedene Wege in meinem Leben klar erlebt. Ich habe lange in einer Beratungsstelle hier in München gearbeitet, Beratungsstelle Die Arche. Das ist eine Beratungsstelle für Menschen, die sich in Krisen befinden und eben auch in suizidalen Krisen. Da habe ich auch viele Fortbildungen geleitet für Die Arche. Dann habe ich eine eigene Praxis. Ich bin Supervisorin in vielen verschiedenen Einrichtungen und ich bin auch Dozentin zum Thema Krisen, zum Thema Suizidalität, das was unser Thema heute ist, aber auch zum Thema Persönlichkeitsstörungen und Suizidalität, auch zum Thema Depressionen und vielleicht noch als letztes zu ergänzen, ich bin auch Trauerbegleiterin und gerade für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben. Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch eine eigene Praxis und Sie sind ja auf dem Bereich ziemlich spezialisiert, wie sich das jetzt anhört. Ja. Und wer kommt denn zu Ihnen in die Praxis? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich sage immer gerne, wir sind alle nicht gefeit vor Krisen, so wie Sie und ich jetzt hier sitzen. Wir haben alle schon Krisen hinter uns. Ja. Und deswegen kann ich die Antwort geben, dass jeder, alle zu mir kommen können, die sich in einer Krise befinden und sagen, es geht ihnen nicht gut, da ist irgendwas. Und viele Menschen befinden sich eben auch in einer suizidalen Krise. Da kommen wir bestimmt nachher auch noch drauf, weil für mich das Thema Suizidalität eben nicht automatisch bedeutet, dass jemand psychisch krank ist, sondern dass sich jemand in der Krise befindet. Das ist das, was für mich so wichtig ist. Und deswegen, es kommen Menschen, ich sage jetzt mal, es kommen Kinder zu mir, die auch von ihren Eltern natürlich begleitet werden. Es kommen Jugendliche zu mir. Es kommen junge Erwachsene. Das ist sogar im Moment gerade besonders viel auch. Aber eigentlich über jedes Alter hinweg. Es kommen Eltern zu mir. Es kommen Großeltern zu mir. Mhm. Und es kommen auch alte Menschen. Aber meine Praxis ist im dritten Stock ohne Aufzug. Also diejenigen, die es halt in den dritten Stock zu Fuß schaffen, die kommen alle zu mir. Und wie ist Ihnen das Thema Suizid und Suizidalität in diesem Rahmen begegnet? Also sind es Angehörige, sind es Betroffene? Kann man da irgendwie eine Einschätzung abgeben? Also so wie Sie mir jetzt im Moment begegnen, meine ich. Ja, genau. Alles. Also zu mir kommen Menschen, die entweder akut oder chronisch suizidal sind. Zu mir kommen Menschen, die einen Suizidversuch überlebt haben. Mhm. Also angenommen, jemand kommt in eine Klinik früh genug, nachdem er Tabletten genommen hat, der Magen wird ausgepumpt und dann geht es ja vielen irgendwie nach 2-3 Tagen wieder gut. Dann gibt es so ein
wunderbaren Satz, der heißt dann, ich distanziere mich glaubhaft von akuter Suizidalität, dann darf man jemanden ja auch nicht mehr in der Klinik behalten, was ja auch oft sehr sinnvoll ist. Und dann wird vielen einfach auch mein Name weitergegeben und gesagt, machen Sie doch da mal einen Termin aus. Ich meine, dafür gibt es auch die guten Beratungsstellen, die wir haben, aber irgendwie, wie Sie vorhin gesagt haben, ist es zu meinem Thema geworden und viele kommen dann zu mir. Und dann unterscheide ich eben immer gerne zwischen der Angehörigenberatung noch und der Hinterbliebenenberatung. Also Angehörige sind Menschen, die jemanden in ihrer Umgebung haben, die sind suizidal. Die Menschen selber, die zu mir kommen, sind aber nicht suizidal. Und die machen sich eben Sorgen um jemanden. Und da muss man sich es auch so vorstellen, dass da alle Altersklassen kommen. Also es kommen junge Menschen zu mir, war gerade vor kurzem, nachdem jetzt irgendwie ja man wieder feiern darf, drei junge Frauen, 19-jährig, die mir erzählt haben, die gehen regelmäßig am Wochenende feiern mit viel Alkohol, mit viel Drogen. Und einer aus der Clique, die sind so zu zehnt, der geht immer regelmäßig dann morgens, wenn sie nach Hause kommen, Richtung Gleise. Und die saßen vor mir und haben gesagt, wie gehen wir mit dem um? Wir machen uns große Sorgen. Dann kommen aber auch Partner, Partnerinnen zu mir, die sagen, ich will mich eigentlich seit langem von meinem Partner trennen oder meiner Partnerin. Aber jedes Mal, wenn ich sage, ich gehe jetzt, dann sagt er oder sie, dann bringe ich mich um. Und dann aber auch Menschen, die Eltern oder Großeltern haben, also Enkel oder Töchter und wie auch immer, oder Söhne, die sagen, meine Mutter, mein Vater hat zu mir gesagt, sie will selbstbestimmt sterben und hört jetzt auf zu essen und zu trinken. Und was mache ich jetzt hier als Sohn, Tochter oder Enkelkind? Flöße ich jemandem gewaltvoll das Essen ein oder begleite ich jemanden auf seinem Weg? Und vielleicht als letztes noch auf Ihre Frage zu antworten. Und dann kommen eben diese hinterbliebenen Arbeit, wie ich es nenne. Das sind Menschen, die zu mir kommen, die jemanden durch Suizid verloren haben. Also das ist so mein Spektrum an Menschen, die zu mir kommen. Ja, das wäre nämlich sogar die nächste Frage gewesen. Gibt es da Alter? Alter durch die Bank durch, alle dabei. Wie ist es mit der geschlechtlichen Aufteilung? Sind es mehr Frauen, die sich sorgen? Sind es mehr Männer? Gibt sich das die Waage? Wie ist das? Wie erleben Sie das? Eine gute Frage. Ich meine, ich führe ja keine Statistik in meiner Praxis. Das schaffe ich nicht. Das Nein, aus dem Bauchgefühl raus. Genau, aus dem Bauchgefühl raus. Also, dazu muss man wissen, vielleicht so ein bisschen Theorie, es gibt so eine deutliche Aussage, dass Kinder sich nicht umbringen. Die haben zwar Suizidgedanken, also so bis 11, 12 sagt man, bringen sich Kinder nicht um. Das ist, wenn dann, die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme. Aber ab 12 geht es ungefähr los. Das hat was mit der Vorstellung der Endlichkeit zu tun, die Kinder noch nicht haben. Also deswegen, die sind zwar suizidal und sagen auch, sie wollen nicht mehr leben, aber das ist eher als Schrei nach Hilfe zu interpretieren. Aber ab 12 geht's los. Ab 12 kommen die. Ich meine, die kommen dann meistens natürlich in Begleitung auch mal mit einer Lehrerin und auch mal mit einem Bruder und einer Freundin. Aber die kommen und dann geht's hoch, das Alter. Also es kommt eigentlich, wie gesagt, abhängig vom dritten Stock ohne Aufzug, wie man hochkommen kann. Kommen Sie sonst nach unten? Dann verweise ich, wenn jemand, also klar, leider bin ich barrierefrei, ja. Aber wenn jemand dann Hilfe braucht, dann schicke ich eher in die Beratungsstellen. Ist auch eher, ich meine, ich habe freie Termine schon, mir in der Krisenberatung schaufle ich mir frei in meinem Kalender unter der Woche, aber natürlich, wenn es sehr akut ist, und jemand schnell Unterstützung braucht, dann verweise ich natürlich immer gerne auch auf die Beratungsstellen, wie zum Beispiel die Arche hier in München oder die Münchner Insel oder so, die machen ja auch viel Krisenberatung. Ja, das kann man sich ja immer nicht frei halten, die Krise kommt, wann sie kommt. Jetzt war noch Ihre Frage nach dem Geschlecht. Genau. Ja, genau. Also in der Theorie ist es ja so, dass man sagt, dass sich ja deutlich mehr Männer suizidieren und dass wir in der Therapie mehr Frauen haben, und das bestätigt sich bei mir auch. Also in meiner Arbeit ist es schon so, dass wir Frauen uns früher Hilfe und Unterstützung holen. Die Männer, die haben immer noch so dieses Tabu, das haben Sie vorher ja gesagt, dass Sie das ja hier auch ein Stück enttabuisieren wollen.
das Tabu so, von wegen, wenn ich mir Hilfe hole, ist das eine Form von Schwäche. Das haben wir Frauen Gott sei Dank ein bisschen weniger. Also ich würde mal sagen, was dieses Thema Hilfe und Unterstützung anbelangt, sind es mehr Frauen, obwohl ich auch Väter habe, die sich an mich wenden und sagen, sie machen sich Sorgen um ihren Sohn oder ihre Tochter. Okay, und wie entwickelt sich jetzt so ein Suizid? Also wenn quasi jemand kommt und sagt, ich mache mir Sorgen, wie muss man sich das vorstellen? Wie entwickelt sich das dann bei dem Angehörigen oder jetzt bei jemand, der kommt und sagt, ich habe suizidale Gedanken? Was sind da die Schritte? Wie verläuft das? Das ist ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben. Wie entwickelt sich ein Suizid? Dann gehen Sie ein Stück davon aus, eigentlich, dass es wirklich bis dann zum Tod kommt, dass sich jemand suizidiert hat. Das ist die Ausnahme der Ausnahmen, Gott sei Dank. Also die meisten Menschen sind suizidal und haben eben Gedanken, nicht mehr leben zu wollen. Und das meiste, was mir begegnet, ist vor allem der Satz, dass viele so nicht mehr leben wollen. Nämlich in der Situation, wie sie sich im Moment befinden. Also das ist das, was mir am meisten begegnet. Und jetzt fragen Sie ja, wie sich so die Suizidalität eben entwickelt. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt so verschiedene Modelle, die ich auch teilweise als Dozentin natürlich vermittle. Aber ich arbeite immer mit einem sehr spannenden Modell, das ich auch auf einer Flipchart dann aufmale, dass ich auch vielen Klienten, Klientinnen, Eltern oder so aufzeige, wie kann man sich die Suizidalität eigentlich vorstellen. Das kann man jetzt hier im Podcast natürlich ein bisschen schwierig machen. Und zwar gehe ich von einem Eisbergmodell aus. Also stellen Sie sich einen Eisberg vor. Die Spitze des Eisberges ist das, was oberhalb der Wasseroberfläche zu sehen ist. Man sagt normalerweise, also zumindest vielleicht jetzt noch vor dem Klimawandel, ein Siebtel schaut ungefähr oberhalb raus und die anderen sechs Siebtel sind unterhalb der Wasseroberfläche. Und die Spitze des Eisberges sind die Auslöser. Also die Auslöser, die dazu führen, so und jetzt mache ich's. Also Auslöser sind oft auch fast für Außenstehende banale Ereignisse, die dazu führen, dass jemand sagt, so und jetzt bringe ich mich um. Haben Sie da ein Beispiel dafür, für die banalen Ereignisse? Ja, schlechte Noten. Ich meine, Sie und ich denke mal, wir haben schon schlechte Noten gehabt, oder? Das muss jeder mal in seiner Schulzeit bekommen. Finde ich auch. Ja. Liebeskummer. Sie und ich hatten bestimmt auch schon mal Liebeskummer. Muss auch jeder durch. Genau, aber wir haben uns deswegen trotzdem nicht umgebracht. Vielleicht auch gleich schon an der Stelle so ein Stück als Resümee. Es gibt niemals einen alleinigen Grund, warum jemand sich umbringt. Man sagt, es ist eine Kumulation der Ereignisse. Also es sind immer ganz viele Dinge, die zusammenkommen. Und deswegen unterteile ich das so gerne in dieses Eisbergmodell, weil es gibt akute Ereignisse eben, die quasi das Fass zum Überlaufen bringen. Ich habe gerade schon genannt, schlechte Noten, Liebeskummer. Es gibt unendlich viele Auslöser. Ein Auslöser kann sein, wenn ich beim Arzt sitze und eine Diagnose bekomme. Also eine körperliche Diagnose, aber natürlich auch eine psychische. Ein Auslöser kann sein, ich gehe an den Briefkasten und erhalte einen Brief und es ist eine Kündigung meiner Wohnung oder meines Arbeitsplatzes. Also das sind alles Auslöser. Auslöser können auch sein, dass ich mich gekränkt fühle als Mensch, der vielleicht gerade schwierige Ereignisse durchmacht oder so. Also ein Auslöser kann eine Kränkung sein, indem man zum Beispiel morgens nicht richtig zu jemandem guten Morgen sagt. Oder weil ich heute eine schwarze Hose anhabe. Also das kann schon Auslöser an sich sein. Und das ist die Spitze des Eisberges. Ist die Spitze des Eisberges dann auch immer sichtbar? Weil Sie meinten gerade akut. Ja, und das eben nicht. Okay. Gut, dass Sie danach fragen. Eben nicht. Die sind oft eben nicht sichtbar. Und also ich frage öfters, wenn ich mit Menschen arbeite, die eben suizidal sind,
dass ich frage, was muss denn eigentlich am Wochenende passieren, dass sie wieder deutlich suizidaler werden. Mhm. Also, dass sie wieder deutlich mehr Gedanken haben, nicht mehr leben zu wollen. Da frage ich explizit nach den Auslösern. Und dann antworten manche dann schon sehr genau und sagen, naja, klar, wenn ich meinem Ex-Freund wieder begegne. Mhm. Oder wenn ich wieder Drogen nehme oder so. Also manche wissen das sehr genau, aber manche wissen das überhaupt nicht. Und das erarbeite ich dann, weil das Wissen um die Auslöser ist was total Wichtiges. Und wie können Sie das dann einschätzen? Oder im weiteren Schritt, wie können das dann Angehörige einschätzen? Ja, darf ich da gerade mal noch was dazu sagen? Na sicher. Ich würde nämlich gerne mit Ihnen jetzt unter die Wasseroberfläche tauchen, was das Eisbergmodell anbelangt. Gerne. Wir machen aber gleich bei Ihrer Frage dann weiter. Ja. Stellen Sie mir die gleich auch nochmal. Weil die Einschätzung der Suizidalität ist auch nochmal extra ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie man das einschätzt. Da komme ich gerne gleich drauf. Aber ich bleibe eigentlich bei diesem Eisbergmodell nicht bei den Auslösern an sich. Also wenn ich das dann aufmale, dann male ich dann da oben so eine Wasseroberfläche hin und dann ist das die Spitze des Eisberges. Aber das, wo es dann richtig spannend wird, ist, wenn man da unten drunter taucht. Und das, was da unten drunter liegt, ist auch für viele Menschen nicht sichtbar. Da kann man manchmal mit jemandem 10 Jahre verheiratet sein. Und man sieht es nicht. Und man sieht es nicht. Oder man kann verwandt sein und sieht es nicht. Und das, was da unten drunter liegt, das nennt man einmal die Motive der Suizidalität. Das geht so ein bisschen in die Funktionalität. Das kann ich, wenn Sie mögen, auch nochmal genauer erklären. Mhm. Also das ist letztendlich eigentlich der Wunsch, der mit der Suizidalität oder mit dem Suizid ausgedrückt werden möchte. Das nennt man die Motive. Mhm. Also als Beispiel das Motiv nach Ruhe. Mhm. Viele haben ja so das Bedürfnis, dass sie sagen, am liebsten möchte ich 1 Jahr schlafen. Ja. Dann habe ich meine Therapie hinter mir, dann habe ich meinen Ex-Freund überwunden, dann habe ich endlich wieder eine neue Ausbildung oder so. Am liebsten möchte ich 1 Jahr schlafen. Und ich arbeite dann so mit jemandem, dass ich sage, ja, Sie brauchen eine Pause, aber deswegen müssen Sie sich ja nicht gleich umbringen. Ja. Lassen Sie uns mal überlegen, wie man noch eine Pause jetzt quasi ins Leben reinbringt. Also dieses, ich will so nicht mehr leben. Und dass man dann versucht, Alternativen dazu zu finden. Das Motiv zum Beispiel, warum jemand auch suizidal sein kann, ist Rache. Mhm. Also, wenn Sie dann an meiner Beerdigung stehen, hat mal ein junger Mann zu mir gesagt, vor allem mein Vater, dann wird er sehen, was er mir angerichtet hat und so. Und ich arbeite dann so, dass ich sage, ja, Sie möchten so nicht mehr leben. Sie möchten Rache üben an Ihrem Vater. Und ich bin dann sehr pragmatisch und sage dann, aber vielleicht können Sie zu Lebzeiten die Rache ausüben an Ihrem Vater. Mhm. Da muss man aufpassen, wenn dann Ideen kommen, wie man sich rächen kann, dass nicht immer alles gleich in die Tat umgesetzt wird. Muss nicht jede Idee grandios sein. Genau, aber überhaupt das aussprechen zu können. Ja. Dann gibt es noch ein ganz wichtiges Motiv. Mal gucken, ob das hier den Rahmen auch noch hält. Das ist die Beendigung von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Weil wie meinen Sie das? Mhm. Ist gut, dass Sie fragen. Also wir kommen jetzt gerade zu einem richtigen Kernstück der Suizidalität aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Das hat was mit der Definition von der Krise zu tun. Mhm. Und Krisen sind so definiert, dass man aus einem inneren Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht kommt. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist das, was so irre spannend ist. Der lautet nämlich, bisherige Bewältigungsstrategien reichen nicht mehr aus. Das ist die Definition von der Krise. Mhm. Das heißt, wir alle, egal ob wir jetzt eine psychische Diagnose haben oder so oder nicht, wir alle haben eigentlich also das Bedürfnis, gegenzusteuern in der Krise mit Skills und mit Bewältigungsstrategien, damit wir wieder ins Gleichgewicht kommen.
Wenn wir aber merken, dass die Dinge, die uns normalerweise gut tun, nicht helfen, ja, dann erst sind wir in der Krise. Und wenn ich Sie jetzt frage, was für ein vorherrschendes Gefühl ist eigentlich vorhanden, wenn man Dinge nicht mehr bewirken kann, wenn man Dinge nicht mehr unter Kontrolle hat, was würden Sie sagen? Die Hilflosigkeit. Genau, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Ja. So, und ganz unabhängig, was der Auslöser war, die Spitze des Eisberges, ist das, was total wichtig ist, und damit arbeite ich ganz viel, dass ich sage, die Hilflosigkeit und die Ohnmacht, die beschreibe ich dann oft, ich stehe dann auch auf in meinen Beratungen und Therapien und mache das richtig vor, nämlich, da gibt es ein anderes Wort, was ich dafür einführe, das ist das Wort der Fremdbestimmung. Wenn ich Dinge nicht mehr bewirken kann, dann fühle ich mich fremdbestimmt. Und dann mache ich, ich mache es Ihnen jetzt hier mal vor, Sie sehen mich, Frau Dopfer, die Hände hinten auf den Rücken. Ich fühle mich wie fremdbestimmt. Ich kann Dinge nicht mehr bewirken. Und wenn ich mich in so einer Phase befinde, eben in einer Krise, dann springt bei ganz vielen Menschen der sogenannte Suizidmotor an. Und zwar aus folgendem Grund. Das Gegenteil von Fremdbestimmung ist die Selbstbestimmung. Und das sehen Sie jetzt, Frau Dopfer. Ich nehme jetzt die Zügel in die Hand. Ja. Das ist die Selbstbestimmung, die wir haben. Das Gegenteil von Fremdbestimmung ist die Selbstbestimmung. Die ist Ihnen und mir, denke ich, auch ganz wichtig, dass wir in unserem Leben selbstbestimmt sind. Ja. Und ich denke, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bestimmt auch. Auf jeden Fall. Und jetzt kommt dieser spannende Satz. Das, was wir oft in unserem Leben als einziges nur noch selbst bestimmen können, ist die Selbstbestimmung, ob wir am Leben bleiben oder nicht. Wann ich mich umbringe, wie ich mich umbringe. Und das ist das, wie Suizidalität entsteht, nämlich aus einer Hilflosigkeit und einer Ohnmacht. Und der Gedanke, sich im Notfall umbringen zu können, in Form von dieser Selbstbestimmung, ist für viele Menschen ganz tröstlich. Und jetzt kommt dieses fast Paradoxe, führt viele Menschen überhaupt nur durch Krisen hindurch. Also der Gedanke, im Notfall könnte ich mich umbringen. Kann man das so ein bisschen gleichsetzen mit einer Art Erlösung? Ja, genau. Genau. Mit einer Erlösung und mit einer Selbstbestimmung. Und diese Sichtweise, die ist für mich was ganz Wichtiges. Und da habe ich schon viele sehr positive Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, endlich versteht mich mal jemand. Ja. Weil auch wenn man eine Essstörung hat, viele Dinge macht man nicht freiwillig. Das passiert mit einem. Ja? Also auch mit einer Depression oder so. Und viele Menschen erleben in diesen Zeiten ganz viel Ohnmacht und Hilflosigkeit. Und die Suizidalität hilft dann dabei, genau wie Sie sagen, dann auch als Erlösung so nicht mehr leben zu wollen. Aber interessanterweise hilft die Suizidalität sogar, also die Suizidgedanken helfen, durch die Krise durchzukommen. Und die allermeisten bringen sich ja auch nicht um. Ganz wichtiger Punkt auch nochmal. Genau. Also Suizidgedanken heißt auch für mich nicht sofort, dass jemand in die Klinik muss. Sondern ich sage sogar mittlerweile nach vielen Jahren der Suizidarbeit, dass Suizidgedanken für mich oft sogar was ganz Gesundes und vor allem was ganz Normales sind. Also dieses, im Notfall könnte ich mich umbringen und ich schaffe noch einen Tag und im Notfall könnte ich mich umbringen. Und wenn ich da Verständnis also aufbringe mit meinem Gegenüber, dann fühlen sich viele sehr erleichtert. Und manchmal so, sage ich sogar, wissen Sie, umbringen können Sie sich immer noch. Das ist Ihre Selbstbestimmung. Aber probieren Sie mich doch erstmal aus. Ja. Weil ich kann Ihnen helfen vielleicht dabei, und jetzt kommen wir zum Abschluss, dass Sie wieder mehr Selbstbestimmung in Ihrem Leben bekommen, ohne dass Sie sich umbringen müssen. Weil es geht um Selbstbestimmung. Und die kann man auch über eine andere Art und Weise wieder bekommen. Und das ist das, was aber viele sich gar nicht mehr vorstellen können. Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. Und daran arbeite ich dann. Ja, es erscheint für viele ausweglos.
genau. Bis sie zu Ihnen kommen. Ja, manchmal schon. Ja. Und nochmal zurück zu der Funktionalität, das hatten Sie vorhin angeschnitten. Mhm. Wie muss ich das verstehen? Ja, also das ist das, wir waren ja noch bei diesem Eisbergmodell. Unten sind die Motive und unten rechts genau. Übrigens sind die Ursachen oder eher, ich sage lieber Hintergründe, an die man so schnell natürlich gar nicht rankommt mit Vergangenheiten und psychischen natürlich Störungen auch, die sich über Jahre teilweise und Jahrzehnte hinwegziehen. Über ein sogenanntes über eine invalidierende Umgebung, über einfach große Schwierigkeiten, Migration, alles Mögliche, was langanhaltend ist, Langzeitarbeitslosigkeit, das wäre dann da in diesen Hintergründen. Aber um auf Ihre Frage zu kommen, die Funktionalität bedeutet eben, dass ich mit der Suizidalität etwas erreichen kann. Mhm. Also zum Beispiel, es gibt viele Motive, ich habe jetzt vorhin schon ein paar genannt, der Schrei nach Hilfe auch. Mhm. Das ist für mich auch eine Grundhaltung, die ich habe, weil ich sage, dass ich immer offen, direkt und wertschätzend mit den Menschen umgehe. Aber dass die meisten, die suizidal sind und suizidale Äußerungen machen, da steckt der Schrei nach Hilfe dahinter. Das heißt, da braucht jemand Hilfe und Unterstützung und eine Zugewandtheit. Das findet ja im Privaten eben oft nicht statt. Sie haben vorhin das Wort Tabuisierung gesagt, gell? Ja. Also so ist es nämlich. Wenn man ein bisschen was von Suizidalität erzählt, gibt es viele Menschen im Privaten, die weg zur Seite schauen. Und die Funktionalität ist quasi das, was ich mit der Suizidalität, mit meinen Suizidäußerungen ausdrücken möchte. Das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, das Bedürfnis nach Rache und so weiter. Da gibt es noch einige andere Motive, aber ich glaube, das sprengt jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen. Ist dann diese Äußerung, dass man nicht mehr leben möchte, so eine Art Ventil, so ein versteckter Hilferuf? Ja, genau. Und darauf sollte man eingehen. Ja. Weil. Ganz wichtig auch für die Angehörigen jetzt. Ja, genau, da kommen wir jetzt gerne gleich drauf. Also es gibt ja so ein Vorurteil, wenn man das äußert, die tun es ja eh nicht. Mhm. Das ist zu 100% verkehrt. Man weiß einfach, auch wenn jemand 100-mal sagt, dass er sich umbringt, kann er es beim 101. Mal sehr wohl tun. Ja. Also es ist wichtig, die Suizidalität ernst zu nehmen, aber deswegen nicht ins Agieren zu kommen. Das ist und bleibt auch immer schwierig, auch gerade für Angehörige, wie Sie sagen, wenn man jemandem echt nahe steht. Und als Angehöriger, ich komme gleich schon mal, jetzt vielleicht schon mal vorweg zu einem Resümee vorgegriffen, ist es einfach wichtig, ernst zu nehmen, danach zu fragen, hast du auch Gedanken, nicht mehr leben zu wollen? Mhm. Dass man sich das traut, direkt danach zu fragen. Und im professionellen Setting haben wir dann noch zwei weitere Fragen. Aber als Angehöriger ist es dann ganz wichtig zu sagen, so, und ich finde, du solltest jetzt unbedingt dir Unterstützung und Hilfe holen. Mhm. Also das heißt nicht gleich einweisen, aber dafür gibt es eben Beratungsstellen, Einrichtungen, mich, wo man sich dann Hilfe und Unterstützung holen kann. Mhm. Und wie festigt sich dieser Verdacht? Also ab wann würden Sie sagen, jetzt sollte ich als Angehörige wirklich auch aufstehen und was sagen? Was wären da so ausschlaggebende Sätze, wo die Sirenen bei Ihnen hochgehen und wo wir vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Denkanstoß geben können? Mhm. Gute Frage. Also ganz klar, man sagt, man unterscheidet so zwischen offenen Hinweisen und verdeckten Hinweisen. Ich bin in den letzten Jahren und Jahrzehnten, habe ich meine Antennen da sehr wohl geschult. Ja. Und ich sage immer gerne vorweg, lieber einmal mehr danach fragen. Mhm. Aber natürlich können offene Hinweise sein, sowas wie, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Was soll das Ganze noch? Für wen und für was soll ich das hier alles machen? Das wären für mich schon fast offene Hinweise, obwohl der fließende Übergang zu den Verdeckten auch da ist. Also einfach,
wo so ein bisschen der Hintergedanke ist, wie jetzt? Was will sie oder er denn damit eigentlich sagen? Mhm. Also so eine Resignation, da würde ich immer auch jedem empfehlen, jedem Angehörigen, nachzufragen, wie hast du eigentlich auch Gedanken, nicht mehr leben zu wollen? Das ist übrigens gar nicht so einfach, das zu fragen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und verdeckte Hinweise gehören für mich, da sind für mich so Sachen dabei, dass jemand zum Beispiel sich plötzlich ganz anders ist, wie er sich vorher gezeigt hat. Also das kann mit der Kleidung anfangen, dass jemand immer sehr salopp daherkam, mhm, irgendwie mit Jogginghose oder so, und plötzlich kommt jemand in den Raum und hat einen Anzug an. Und man denkt sich, wie, wir haben doch heute überhaupt gar kein Fest oder so. Mhm. Also eine Irritation, wenn so eine Irritation hervorgerufen wird. Oder genau umgekehrt, jemand hat immer viel auf sein Äußeres gelegt und merkt plötzlich, da findet jetzt keine Körperhygiene mehr statt. Mhm. Und nochmal an alle Angehörige gerichtet, das bedeutet nicht, dass man Angst und Panik bekommen muss, weil die Suizidgedanken, wie gesagt, dazu dienen können, überhaupt da durchzukommen, durch schwierige Zeiten. Aber die Suizidalität sollte wirklich aus meiner Sicht immer ernst genommen werden. Und wir sollten lernen, danach zu fragen, direkt, offen, aber auch wertschätzend. Und das ist nicht so einfach, das weiß ich schon, aber wirklich zu fragen, hast du auch Gedanken, nicht mehr leben zu wollen? Mhm. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir nachfragen, Angehörige nachfragen. Mhm. Was ist jetzt der Fall, wenn jemand offen zugibt, sagt, ja, ich bin suizidal, ja, ich habe Suizidgedanken, ja, ich verletze mich selbst, ja, das trifft alles zu. Wie zum Beispiel auch bei Anat vorkommt, dass Klienten wirklich sehr offen damit sind und es auch sein sollten. Mhm. Wie agiert man dann? Mhm. Also als erstes, auch spannend, weil Sie gerade von Selbstverletzung gesprochen haben. Mhm. Als erstes würde ich jemandem sagen, Suizidalität und Selbstverletzung sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also wenn jemand sich selbst verletzt, heißt es noch lang nicht, dass er suizidal ist. Mhm. Und ich kriege das nur raus, indem ich danach frage. Also die Selbstverletzungen, die ja was mit körperlichem Schmerz zu tun haben, die dienen oft oder am meisten dazu, dass man von einem angespannten Zustand in einen entspannteren Zustand bekommen. Ja? Mhm. Also von diesem, das nennt man ja Antidissoziativium. Also man ist dissoziiert, geht in diese Richtung und durch dieses selbstverletzende Verhalten erdet man sich wieder und geht raus aus der Dissoziation. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was eine Dissoziation ist. Gerne. Also, Folgendes. Man weiß es von Folteropfern. Ich mache es mal anhand von heftigen Beispielen. Ja. Und natürlich auch von Missbrauchsopfern. Bleiben wir mal bei den Folteropfern. Man weiß, dass wir alle eine Fähigkeit in uns besitzen, nämlich die Fähigkeit, dissoziieren zu können. Das ist eine Strategie und eine Hilfe. Und zwar ist es sich folgendermaßen, muss man sich das vorstellen. Angenommen, ein Körper wird misshandelt, gefoltert, erlebt eine Folter. Dann hat unsere Seele die Fähigkeit, aus dem Körper rauszugehen und quasi wie so eine Vogelperspektive einzunehmen. Manche erzählen das aber auch von unten nach oben. Und dieses Abspalten der Seele als Rettung vom Körper, das nennt man Dissoziieren. Mhm. Und wenn man das Dissoziieren nicht kennt, und das kann passieren, dass man eben nach einem Trauma, gehen wir mal wieder in den, gehen wir in den sexuellen Missbrauch, dann wird es ja oft sehr abgeschlossen, so eine Traumatisierung, verdrängt. Ich sage auch immer gerne ein Hoch auf die Verdrängung, ist auch absolut in Ordnung, damit wir lebensfähig bleiben, Schule beenden, Abitur machen, Familie gründen, und dann passiert es halt bei vielen, die dann zwischen 30 und 40 plötzlich durch irgendetwas getriggert werden. Das ist einer Patientin von mir passiert, die ist dann irgendwann mal mit Mitte 30 in den
Müller Drogeriemarkt gegangen, stand in der Parfümabteilung. Da steht man nämlich sofort drin, wenn man in so einen Drogeriemarkt geht. Ja. Und wir haben dann im Nachhinein festgestellt, wahrscheinlich ist ein Aftershave-Geruch vom damaligen Täter in ihre Nase gekommen. Und was ist passiert? Sie hat sofort im Müller Drogeriemarkt das Dissoziieren angefangen. Das ist ein sehr unangenehmer Zustand. Mhm. Und sie wusste aber nichts damit anzufangen, ist nach Hause und hat impulsiv sich selbst verletzt. Und so ging ihre Selbstverletzung los. Sehr spät erst. Und das habe ich ihr dann erklärt, dass das quasi was damit zu tun hat, dass sie diesen dissoziativen Zustand damit beendet hat. Mhm. Jetzt gehen wir aber wieder zur Suizidalität. Nehmen wir die Schleife zurück. Genau. Was war Ihre Frage nochmal? Quasi wie das ist, wenn jemand ganz offen sagt, ich bin suizidal, wie man dann damit umgeht. Weil davor hatten wir ja besprochen, wenn man es noch nicht weiß und so ein bisschen noch erforschen muss, in welche Richtung es geht es. Mhm. Genau. Als wäre jetzt, wenn ich Angehörige bin oder wenn ich professionelle Helferin bin, was meinen Sie? Vielleicht können Sie sowohl als auch einen kurzen Einblick geben. Ja. Also, wenn ich jetzt professionelle Helferin bin, im weitesten Sinne, dann gehören für mich im ambulanten Setting die Frage, kann ich jemanden ambulant tragen oder nicht? Mhm. Wenn jemand offen dazu sagt, eine Klientin, ein Klient sagt, ich will nicht mehr leben, heißt es für mich, wann bringt er sich um natürlich? Macht er das jetzt hier, wenn er gleich rausgeht? Und das überprüfe ich mit 3 Fragen. Also das ist so eine Essenz, die ich Ihnen jetzt gerade mitgebe. Also die erste Frage ist ganz klar und offen, haben Sie auch Gedanken, nicht mehr leben zu wollen? Mhm. Da sagt die Hälfte in einer Krise, nein. Man weiß, 50%, die sich in der Krise befinden, sind nicht suizidal, aber viel spannender, die anderen 50% sind suizidal. In jeder Krise ist jeder zweite suizidal. Das muss man sich mal vorstellen, wie oft dieses Thema dann vorhanden ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass Sie auch hier danach fragen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe auch Gedanken, nicht mehr leben zu wollen und, sage ich mal, durch meine wertschätzende Haltung, die ich da oft vermittle, kriege ich auch gefühlt 99% wahre Antworten. Sagt jemand, ja, ich habe auch Gedanken, nicht mehr leben zu wollen, dann frage ich als zweites nach der Methode und wie würden Sie sich umbringen? Und dann sagen viele, keine Ahnung, wie ich es machen würde, dann ist es für mich ambulant tragbar. Viele nennen mir dann aber ihre Methoden. Also, und es gibt wahnsinnig viele Methoden. Unvorstellbar. Ja. Die ändern sich auch immer wieder. Im Internet gibt es immer wieder neue Methoden, wie man sich umbringen kann. Bleiben wir mal so bei den klassischen. Wenn jemand sagt, ja, ich mache es mit Tabletten oder ich springe irgendwie vom Hochhaus runter oder so. Dann schließt sich, wenn jemand mir die Methode klar nennt, die dritte Frage von mir an, die letzte dritte Frage, um abzuklären, ob ich es ambulant tragen kann oder nicht. Und die dritte Frage ist, oder lautet, steht Ihnen das Mittel zur Verfügung? Also, haben Sie das Mittel besorgt? Konkret bedeutet das, ich frage nach, haben Sie die Tabletten gesammelt? Sind die schon zu Hause? Haben Sie sich die Brücke ausgesucht? Von welcher Brücke oder von welchem Hochhaus Sie springen wollen? Man weiß einfach, dass Menschen im Sinne der Selbstbestimmung mehrfach vorher die Stelle aufsuchen, von der sie sich runterwerfen zum Beispiel. Haben Sie sich schon das Seil ausgesucht, mit dem Sie sich erhängen wollen? Wenn jemand zu mir sagt, ich bringe mich mit einem Küchenmesser um, dann frage ich, ja mit welchem denn? Wir alle haben doch 20, 30 Küchenmesser. Ja. Und wenn einer jetzt sagt, ja, ich habe mir das ausgesucht, also Sie merken, ich werde immer konkreter, wenn einer jetzt ja sagt, hört, Klammer auf, normalerweise, das ambulante Setting auf. Das können wir dann nicht mehr tragen, ambulant. Weil diese Gefahr, wenn man sich innerhalb von einer Woche zum Beispiel erst wieder sieht, sehr groß ist, dass jemand einem Auslöser im Sinne des Eisbergmodells begegnet oder irgendwas passiert. Das ist eine zu große Gefahr, wenn einer zum Beispiel 200 Tavor in seinem Nachtkästchen gesammelt hat und trinkt vielleicht am Wochenende noch eine Flasche Wodka dazu. Dann ist einfach die Gefahr zu groß. Und es gibt ja auch Menschen, die sich aus Versehen umbringen, in Anführungsstrichen.
Also dass es eigentlich die Suizidalität eher die Funktionalität nach Schrei nach Hilfe hat. Sie wollen eigentlich leben, aber so nicht mehr leben. Aber es gibt einen großen Teil, den sie leben wollen. Aber wenn irgendwie dann zu viel passiert, so ein Tunnelblick, sagt man ja auch. Wir haben vorhin auch nach der Entwicklung gefragt. Es wird alles immer enger und enger und enger. Und am Ende steht dann der Suizid. Dann weiß man schon auch, dass viele nicht mehr gesehen haben, durch die Scheuklappen, was es vielleicht noch für Alternativen gibt. Und das weiß man, dass viele, auch die das überlebt haben, die gesagt haben, ja, eigentlich habe ich mich aus Versehen umgebracht. Das ist schon heftig, also oder nicht, ich habe mich, kann ja keiner mehr sagen, aber ich habe aus Versehen in Anführungsstrichen diesen Suizidversuch. So weit wollte ich es eigentlich gar nicht kommen lassen. Mhm. Aber mit einer Flasche Wodka, und zwar einer Tavor, im Nachtkästchen geht es eben zu schnell, und deswegen weiß man das. Wenn das Mittel zur Verfügung steht, das ist sehr schwer ambulant zu tragen. Und da bleiben wir ganz kurz bei dem, wann Sie es nicht mehr tragen können als ambulante Therapeut oder Therapeutin. Wie ist es dann? Erfolgt dann die Klinikeinweisung und wie läuft es dann ab? Was ist da das Prozedere? Also die allermeisten gehen freiwillig in die Klinik. Okay. Und wir sprechen jetzt aber gerade von den Ausnahmen der Ausnahmen der Ausnahmen. Das muss man echt wissen in so einer gaußschen Normalverteilung. Wir sind jetzt echt an den Randbezirken. Das ist das, wovor viele so Angst haben. Aber das kommt wirklich ganz selten vor. Also ich meine, ich musste schon klar in der Beratungsstelle, wo ich gearbeitet habe, wir haben irgendwie alle 6 Wochen Einweisungen machen müssen. Jetzt in der Praxis ist es weniger. Aber die meisten gehen freiwillig in die Klinik. Dann muss ich schauen, wenn jemand über 18 ist, freiwillig in die Klinik geht, kann er erstmal auf eine Krisenstation gehen. Wir haben hier in München 3 Krisenstationen. Ich habe auch so einen Notfallzettel bei mir immer in der Praxis, sofort griffbereit. Dann rufe ich an, ob da ein Bett frei ist. Und da muss man freiwillig in die Klinik gehen. Zum Beispiel hier gibt es das Atriumhaus ganz in der Nähe. Und wenn dann jemand sagt, wenn die dann sagen, nee, heute noch nicht, dann habe ich viele Patienten, Patientinnen gehabt, die dann die nächsten 2-3 Tage morgens um 8 anrufen, vielleicht noch ihr Haustier versorgen vorher noch und abgeben, und die kriegen dann relativ schnell und zügig einen Termin, um da stationär zu gehen. Und es gibt aber auch alle möglichen, also auch andere Stationen, die dann irgendwie ein Bett frei haben, und dann muss der Weg in die Klinik geklärt werden. Mhm. Wenn jemand in die Klinik geht, ich habe aber auch schon einige gehabt, die mit der S-Bahn nach Haarhaus gefahren sind und ins KBO dort gegangen sind. Also das geht dann immer nur mit Rückversicherung meinerseits, dass ich sage, wenn Sie dort angekommen sind, rufen Sie mich an, weil sonst rufe ich die Polizei. Mhm. Also das ist das, was ich dann als Rückversicherung habe. Und die wirklich die Ausnahme der Ausnahmen der Ausnahmen der Ausnahmen sind die, die nicht freiwillig in die Klinik gehen und Zwangseinweisungen dann stattfinden. Aber das ist Gott sei Dank bei mir passiert sehr selten. Ich habe das zwar auch schon ein paar Mal erlebt. Und da ist es, wenn jemand nicht freiwillig in die Klinik geht und aus dem Zimmer stürmt, dann sollten wir es tunlichst vermeiden, jemanden nicht festzuhalten, sondern das dürfen wir auch gar nicht. Das darf eigentlich nur die Polizei, sondern dann sofort die Polizei rufen und sagen, Namen nennen, Handynummer nennen, und die können ja dann jemanden auch mit ganz anderen Mitteln finden. Das können wir ja dann gar nicht. Ja. So geht es dann. Sie haben jetzt gesprochen, quasi, wie das verläuft, wenn das bei Ihnen passiert. Was ist jetzt auch nochmal, um auf die Angehörigen zurückzukommen, wenn das zu Hause in einem Setting ist? Wenn vielleicht auch gesprochen wird, ja, ich stecke in einer suizidalen Krise. Was machen die Angehörigen dann? Genau, das ist das, was Sie vorhin auch gefragt haben, gell? Also ich würde schon die erste Frage immer stellen, eben hast du auch Gedanken, nicht mehr leben zu wollen? Das ist das, was Sie gerade sagten, ja, ich will nicht mehr leben. Und dann ist es schon wichtig, gemeinsam zu überlegen, so, und was machen wir jetzt? Also dieses gegen den Willen, noch mehr Fremdbestimmung, würde nach dem, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, die Suizidalität eher noch steigern. Und ich würde eher sagen, so, was können wir jetzt gemeinsam tun? Weil ich merke hier, ich mache mir große Sorgen um dich. Und ich fahre dich meinetwegen auch gerne in die Klinik.
es gibt hier eine Krisenstation oder ich kann mal schauen, morgen auch, wenn du möchtest, bleibe ich heute über Nacht bei dir. Mhm. Also im Grunde genommen ist es auch so ein bisschen, jetzt kommen wir zu einer neuen Begrifflichkeit, das Überprüfen der Bündnisfähigkeit. Inwieweit lässt sich mein Angehöriger darauf ein? Mhm. Oder die Angehörige? Also so, ist es in Ordnung, gehen wir morgen, ich rufe morgen in der Arche an oder auf einer Krisenstation und wir gehen da zusammen hin und so. Und wenn jemand sagt, ja, gerne, machen wir das. Da würde ich dann, das ist das, wo man dann auch wirklich bei jemandem bleiben darf. Mhm. Ich finde, wenn es akuter wird und schwieriger im Privaten, würde ich jedem Angehörigen, jeder Angehörigen auch den Krisendienst empfehlen. Mhm. Also die Nummer vom Krisendienst kann man überall haben, sollte man sich dann auch bereitlegen. Und da sich Rückmeldungen auch nochmal suchen und sagen, mein Partner, meine Partnerin, mein Sohn, meine Tochter, mein Vater, meine Mutter machen so komische Äußerungen, wie gehe ich eigentlich damit um? Weil die im Krisendienst, die kommen ja nur im Notfall dann. Mhm. Auch zu mir in die Praxis kommen die nur im Notfall. Aber man kann dort rund um die Uhr anrufen und einfach nachfragen, so und wie verhalte ich mich da jetzt? Mhm. Weil das natürlich trotzdem hoch individuell ist. Aber das Ernstnehmen, auch nochmal als Resümee, und das wohlwollende Ernstnehmen und das Bekunden der Sorge, ich mache mir Sorgen um dich, das finde ich extrem wichtig. Ja, wir haben jetzt ganz viel gesprochen, was können wir machen, wenn sich so ein Weg anbahnt, wenn man die Vermutung hat, jemand sieht nur noch den Suizid als Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen, mhm. diesem Leid, dieser Hilflosigkeit. Sicher kann man da unendlich viel weiter sprechen und auch die ganze Arbeit, was passiert, wenn ein Suizid vorgekommen ist, die Trauerarbeit, da sind Sie ja auch spezialisiert darauf. Das wäre dann nochmal ein weiteres Thema. Wenn Sie wollen, können Sie da noch ganz kurz 2-3 Sätze dazu sagen, weil dann würden wir, glaube ich, für heute auch den Podcast schließen. Gerne. Sie merken, ich kann da ewig drüber sprechen. Ist ja auch schön und ist auch ganz wichtig. Ja, Trauerarbeit. Vielleicht gleich mal vorweg. Ich mache seit vielen Jahren, Jahrzehnten Suizidprävention, aber ich habe auch nicht jeden retten können. Also das ist erstmal für mich eine wichtige Haltung auch. Ich konnte nicht jeden retten und das ist für mich im Sinne einer Selbstbestimmung auch was Wichtiges. Also die Trauerarbeit hat viel damit zu tun mit dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe, wie ich die Suizidalität sehe, mhm. dass es was mit Selbstbestimmung zu tun hat und das sage ich Hinterbliebenen auch. Ich erkläre so ein bisschen, ja leider posthum, also nach dem Tod, wie man sich die Suizidalität auch erklären kann. Mhm. Und dass Menschen, die in so einen Tunnelblick, in dieser Einengung kommen, auch oft gar nicht mehr sehen, was sie geliebten Menschen damit antun. Mhm. Und das ist das, was vielen dann auch hilft. Und ich erkläre, auch wenn es passend ist, auch das Eisbergmodell. Ja. Also quasi im Nachhinein, warum hat sich jemand umgebracht, wenn man so nach den Gründen fragt. Nach diesem großen Warum. Nach dem großen Warum, genau. Mhm. Aber die Trauerarbeit ist wirklich auch nochmal ein ganz eigenes Thema, weil also es ist schon mit, glaube ich, das Schwierigste, was man in seinem Leben erleben kann, ist, wenn man jemanden durch Suizid verliert. Und gerade wenn man jemanden nahen durch Suizid verliert. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich Unterstützung zu holen. Vielleicht das als Abschluss. Wir haben leider so ein Stück verlernt in den letzten Jahrzehnten zu trauern. Das war früher anders und somit würde ich jedem empfehlen, der in so einer Situation steckt, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, gut zu trauern oder trauern zu lernen. Ja, ich freue mich dann auf das Gespräch, wo wir da nochmal vertiefen werden und bedanke mich jetzt aber ganz herzlich für diese spannende Aufnahme, diesen spannenden Podcast. Und ich hoffe für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir ein bisschen Licht in dieses
ja, leider immer noch sehr dunkle Thema bringen konnten. Danke, Frau Schwärmer. Ich sage auch vielen Dank. Sie hörten im Podcast Leben Sie neugierig von ANAT e.V. Versorgungszentrum Essstörungen aus München. Sollten Sie sich derzeit in einer schweren Krise befinden, so wenden Sie sich bitte an den Krisendienst Psychiatrie unter der Telefonnummer 0800 655 3000. Dieser Krisendienst ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Sie können aber auch einen Termin bei der Arche vereinbaren, Suizidprävention und Hilfe in Lebenskrisen e.V. unter der Telefonnummer 089 33 40 41. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie neugierig.